Was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Blende mich ein, sonst wird dein Minecraft-Haus gesprengt. Ich lasse natürlich nicht zu, dass mein Haus gesprengt wird, deswegen werde ich das jetzt verhindern gehen. Ach du Sch... Ach, was soll's, das Haus war eh hässlich. Schick dieses Video jemand, der dich immer als hässlich beleidigt. Was für ein Zufall, dass ich das Video bekomme. So, also du beleidigst ihn immer als hässlich. Aber weißt du, was ich jetzt sag? Du bist mega schön. Danke, das freut mich wirklich zu hören. Vielen Dank. Doch, jetzt haben wir beide gelogen. Du kleiner, hübscher Junge. Anleitung zu ungenau. Meine Eltern mobben mich jetzt auch. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Lass mal eine Runde starten, würde ich sagen. Und davor starten wir in ein Video hinein, was natürlich gar nicht geht. Das Kommentar hat ein Mädchen unter meinem Video geschrieben, wo ich sage, dass ich mich gerne freizügig und mit Ausschnitt anziehe. Ja gut, sie schreibt jetzt rein K-A-H. Das kann alles bedeuten. Also ganz ehrlich, ich weiß selber nicht, was es bedeuten kann. Vielleicht keine Ahnung haben. Sie hielt es dann für nötig, dieses hier zu kommentieren. Aber gucken wir mal auf ihren Account. Ich zensiere es extra. Und auch hier filmt sie sich komplett von oben in ihren Ausschnitt rein. Ja, und sie hat einfach K-A-H geschrieben. Das kann alles bedeuten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum du jetzt auf das hinaus willst. Also, du ziehst anscheinend selber gerne Ausschnitt an. Du zeigst es sogar in einem Video und hältst es trotzdem für notwendig, andere zu beleidigen. Wie bitte? Eine Beleidigung? Das wusste ich nicht. Ich frag mal ChatGPT. Sie ist eine K-A-H. Was bedeutet das? Die Phrase, sie ist eine K-A-H, ist unklar und hat keine offensichtliche Bedeutung auf Deutsch. Es könnte sein, dass ein Tippfehler oder ein Missverständnis vorliegt. Vielleicht ist das ganze Video ein Missverständnis. Vielleicht meinte sie was ganz anderes damit. Braucht ein Typ einen Führerschein? Ja, auf jeden Fall ein AMG, damit er mein Big Booty durch die Stadt fahren kann, ne? Ja, genau, meine Herren. Macht genau aus diesem Grund den Führerschein, damit ihr den Big Booty von ihr rumführen könnt. Ihr bereut es nicht. Und nur dafür macht man einen Führerschein im Leben. 7 Dinge, die wir Männer machen, die Frauen stören. Nummer 1, sie anlügen. Nummer 2, immer die Wahrheit sagen. Nummer 3, nicht reden. Nummer 4, zu viel reden. Nummer 5, keine Gefühle zeigen. Nummer 6, zu viele Gefühle zeigen. Und Nummer 7, atmen, ganz klar. Das dürfen wir auch nicht machen. Ach ja, Nummer 8, leben. Nummer 9, existieren. Natürlich nur Spaß an der Stelle. Wir brauchen Frauen. So wurde ich auf Instagram verifiziert, obwohl ich nur 3500 Follower habe. Ganz einfach, nach Twitter zieht es dann auch Instagram nach. Denn du kannst es dann für knapp 17 Euro im Monat dir diesen blauen Haken kaufen. Ja, das ist unglaublich. Einen blauen Haken? Ihr wollt den bekommen. Ihr wollt den bekommen. Was macht ihr dafür? Ihr müsst einfach zahlen. Dann bekommt ihr diesen blauen Haken. Das Ganze geht jetzt schon auf Twitter. Da müsst ihr zahlen. Dann bekommt ihr den blauen Haken. Jetzt auf Instagram müsst ihr zahlen. Dann bekommt den blauen Haken. Auf YouTube kann man den Haken nicht kaufen. Besser ist es, weil den habe ich. Aber imagine, man kauft dir diesen blauen Haken. Was bringt dir der? Du hast nichts erreicht. Nee, Spaß. Außer, dass du vielleicht 17 Euro im Monat zahlen kannst. Ich bin gerade von der einen Seite vom See zur anderen gekommen. Und auch wieder zurück. Also von hier bis dort und von dort bis hier. Ich brauche kein Fitnessstudio mehr. Ich bin dann. Naja, schwimmen kann ich auch mit einem Boot hin und zurückfahren. Dann bin ich auch geschwommen. Dann brauche ich auch kein Fitnessstudio. Ach ja, und zurück kann ich auch fahren mit dem Boot. Also keine Ahnung, wieso muss ich schwimmen können? Ich brauche doch einfach nur ein Boot und mit dem Boot kann ich rüberschwimmen und wieder zurückschwimmen. Dann habe ich schon den Sport gemacht, den ich machen wollte. Ich weiß schon, das wird jetzt meine neue Ausrede, wenn ich Fitnessstudio skippen will. Meine lieben Damen und Herren, hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.